Hallo Leute, willkommen beim LS23 in Emberstone. Dies ist Teil 2. Und unser Pflügehelfer ist immer noch am Pflügen, da hinten fährt er. Aber er ist jetzt bald fertig mit dem Feld. Theoretisch hat er die ganze Nacht durchgepflügt, aber ich habe halt in der Nacht geschlafen. Darum ging das relativ schnell. Ja. Und ich würde sagen, jetzt können wir anfangen auszusehen. Dann nehme ich hier einfach mal den. Weil den Anhänger brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So, abkoppeln. Und die Sämaschine habe ich irgendwo hier abgestellt. Ich habe mir ja auch erstmal nicht die schicke Direktsaat-Sämaschine gekauft, weil ich diesen dritten Traktor behalten will. Aber sobald wir das Geld dafür haben, ich schätze mal, ich kaufe vielleicht sogar zuerst die Direktsaat-Sämaschine. Wenn, sobald wir sie uns leisten können. Und dann vom nächsten Geld kaufe ich mir erst die Feldspritze. Dann muss ich zwar pflügen trotz Direktsaat, aber die Sämaschine hat ja noch andere Vorteile. Die ist ja breiter und düngt auch und so. Und das Pflügen mache ich dann halt nur wegen des Unkrauts. So. Jetzt lassen wir hier mal den Helfer ran. So. Und keine Sorge, ich werde nicht dauerhaft immer nur Sojabohnen anbauen. Aber am Anfang halte ich das für eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit, um ja möglichst zügig zu Geld zu kommen. Weil das ist ja am Anfang gar nicht so einfach im LS23. Und mit der Silage habe ich das ja ausprobiert. Das klappt ja wunderbar. Da kann man ordentlich viel Geld verdienen. Aber es macht auch unglaublich viel Arbeit. Und das ist jetzt halt hier ein Ansatz, der weniger Arbeit macht. Also zumindest muss man nicht selber so viel auf dem Feld rumfahren. So. Ja, der Pflügehelfer dürfte dann auch bald fertig sein. Und ich denke mal, wenn ich den dann aufs andere Feld umgesetzt habe, dann machen wir einfach mal eine kleine Spritztour durch Emberstone. Lassen die Helfer fleißig arbeiten. Ja, um die Karte ein bisschen kennenzulernen. So. Da ist so ein bisschen was stehen geblieben. Aber das wird jetzt einfach gnadenlos untergepflügt. So.
und der nimmt das Unkraut jetzt gleich mit. So ist das recht. Ich meine, prinzipiell finde ich, ist das Pflügen gar nicht so schlecht zur Unkrautbekämpfung. Es dauert halt deutlich länger als mit der Feldspritze, weil die eine breitere Arbeitsbreite hat. Aber der Pflug ist erstens mal deutlich billiger. Er ersetzt auch den Grubber sozusagen und ist schneller als der Grubber, zumindest schneller als der kleine Grubber, den man am Anfang hat. Und dieses Pflanzenschutzmittel kostet ja auch jedes Mal einiges an Geld. Aber wenn man erstmal üppig Geld hat, dann, ja, dann macht das mit dem Pflügen keinen Sinn mehr, weil es halt deutlich langsamer geht. Wenn auch schneller als das Grubbern. Kann man hier ja mal kurz gucken. Hier. Der Pflug. Der hat eine Arbeitsbreite von 3,5 Meter und arbeitet 12 Stundenkilometer. Und der Grubber, den man am Anfang hat, der hat nur 2,5 Meter Arbeitsbreite. Ist zwar ein bisschen schneller mit 15 Stundenkilometer, aber trotzdem ist der Pflug unterm Strich schneller. Darum finde ich den gar nicht so schlecht, um ihn am Anfang für Diverses einzusetzen. So, ja, wir lassen die mal arbeiten und sausen hier mal ein bisschen rum. Hier ist der Supermarkt, wo man viel verkaufen kann. Das ist schon sehr praktisch. Der hat nicht mal einen Zaun. Das macht ihn doppelt so praktisch. Das heißt, man hat hier eine relativ umfangreiche Verkaufsstation direkt beim Hof. Jetzt können wir hier aber mal gucken, ob man da auch das normale Getreide verkaufen kann. Nee, das kann man da nicht verkaufen. Aber wenn man erstmal so weit ist, dass man Produkte hat, die kann man dann verkaufen. Und da hinten ist der Schafstall. Und leider kriegt man hier auf Emberstone keine Felder geschenkt, wenn man Ställe kauft. Zumindest beim Schafstall nicht. Habe ich mal mit einem Testspielstand ausprobiert. Ja, das wäre doch schön gewesen. Aber so wie es aussieht, ist das nichts, was hier funktioniert. So, da ist noch was, das kenne ich noch gar nicht. Kommen wir da hoch? Ja, mit so einem kleinen Schlenker kommen wir da schon hin. Und das ist offenbar was, was man kaufen kann. Ah, die Molkerei. Jo. Ganz im Amerikanischen. Ach so, wir sind ja in Amerika. Gut, ich wollte schon sagen. Oben ein schickes Haus. Und hier sind wir auch schon beim Ende der Karte. Und dies hier ist eine Getreidemühle, aber ich glaube eine Verkaufsstation. Ja, sieht nicht so aus wie eine Produktion. Ja, die Getreidemühle ist auch woanders. Ganz am anderen Ende der Karte.
Also das ist hier ein wichtiger Verkaufspunkt. Mal gucken, wo man denn die Sojabohnen am besten verkaufen kann. Feedgrain Nord und Süd. Dann gucken wir mal auf der Karte. Feedgrain Nord. Das zappelt da oben links. Und Feedgrain Süd, das ist das, wo wir gerade waren. Also da kriegt man seine Sojabohnen los. Hier ist auch noch irgendein Gebäude. Da steige ich mal aus und suche mal nach dem Schatz. Und es wäre ja ganz nett, wenn wir irgendwie... Na, geht's hier noch weiter? Ein paar nette kleine Schätze mitnehmen könnten, wenn wir hier schon auf Sightseeing-Tour sind. Aber da ist offenbar nichts. Nö. So. Fahren wir mal weiter. Wir fahren jetzt hier also am unteren Kartenrand lang. Und ja, da ist außer Feldern eigentlich erstmal nichts, so wie es aussieht. Da kann man hier leider gar nicht mehr sehen. Blöd, dass der untere Bereich der Karte unsichtbar wird durch die Knöpfe da. Aber da ist irgendwann der Schweinestall. So, und ich denke, ich mache mal ein bisschen schneller. Ich hatte jetzt ja auf Echtzeit eingestellt. Na komm. So. Schon wieder. Da. Machen wir ruhig fünfmal. Ich denke mal, mit fünfmal müsste man hinkommen. Hier ist offenbar der Weinberg, der vorinstallierte. Aber ob ich mir den jemals anschaffe, im Rahmen des Let's Plays, keine Ahnung. Auf meinem Tutorial-Spielstand vielleicht schon, wenn ich mich mal vor lauter Geld nicht mehr zu retten weiß. Und dann mache ich natürlich damit auch ein Tutorial. Aber das, ja, halte ich für nette Geldverschwendung, da was zu machen. Jo, hier ist der Schweinestall. Gucken wir mal so ein bisschen rum. Na, hier erstmal mit nettem Haus. Finde ich ganz schön, dass die ganzen Ställe auch quasi wie so ein kleiner Hof gestaltet sind. So. Kein Schatz. Das ist anscheinend alles reine Deko. Das wäre natürlich toll, wenn das hier auch nutzbar wäre für irgendwas. Aber das sieht alles aus nach reiner Deko. Es wäre doch toll, wenn man hier das ganze Schweinefutter zwischenlagern könnte, weil man braucht ja unheimlich viel verschiedenes Zeug für Schweine. Die stufe ich auch zunächst mal als nicht sehr lukrativ ein, die Schweine. Aber ich habe es noch nicht ausprobiert.
Aber im Basisspiel vom LS22, aber mal gucken, was der kostet, sind die Schweine nicht lukrativ. Der Schafstall kostet übrigens 97.000, so viel wie auf der Neubrunn. 109.000. Der Preis ist okay. So. Ja, da wohnt vielleicht der Schweinestallhelfer. Ich gucke immer mal so hinter die Gebäude, wenn möglich vom Traktor aus. Muss ich nicht aussteigen, um Schätze zu suchen? So, da haben wir auch noch so eine kleine Hütte und da kommt dann was Größeres rechts. Einfach so ein Kastending, so ein Schuppen halt. Ja, gut. Auf der Neubrunn stehen ja auch viele von diesen schönen Holzschuppen rum. Die mag ich sehr gern. Ah, und das ist wohl die Ölmühle. Okay. Gucken wir doch gerade mal, was die kostet. Weil ich denke mal, die Ölmühle ist schon auch von Interesse. Da muss man halt immer Raps anbauen. 80.000. Beziehungsweise man braucht einfach viele Felder, dann kann man auch vielfältig anbauen. Schafft man sich die Getreidemühle an und die Ölmühle. Und hier haben wir die Zuckerfabrik, auch für 80.000. Dazu muss man dann Rüben anbauen. Schauder, Schauder. Und hier. Die Müsli-Fabrik für 110.000. Ah, und da ist eine Tankstelle. Das ist gut zu wissen. Da sehe ich auch einen Kercher in der Ecke. Das ist auch gut zu wissen. Ja, also die Müsli-Fabrik, nehme ich mal an, ist auch wieder mehr so ein Luxusding. Wenn man schon alles erreicht hat und sein Geld loswerden will. Weil im LS22 macht man mit der Müsli-Fabrik Verlust. Hat mal jemand ausgerechnet. Und ich nehme mal an, das ist hier genauso. Weil die meisten Rezepte oder alle Rezepte, die ich bisher gesehen habe, von den Produktionen sind genauso wie im LS22. So. Ja, fahren wir hier nochmal einen Schlenker weiter und dann haben wir praktisch den Süden der Karte schon mal angeguckt. So. Hier nochmal nach Schatz gucken. Verstecken sie ja gern hinter den Häusern. Da sehe ich mal nix. So, da ist auch noch irgendwas. Schreinerei. Auto, sorry. Schauen wir da mal hin.
Meyers Quality Carpentry. Ja, Schreinerei. Und die kostet 60.000. Immerhin billig. Ja, aber was ich gehört habe, ist, dass hier im LS23 das Holz sich überhaupt nicht lohnt. Was mich auch nicht wundert, weil die Bäume hier so winzig sind. Also wenn sie die generellen Daten, die Preise und so ähnlich gemacht haben wie im LS22, dann ist Holz unlukrativ, weil die Bäume so klein sind. Es gibt hier ja auch keine Fichten. Und diese dünnen kleinen Popelkiefern, die bringen auch im LS22 nicht viel. Und selbst wenn man die in der Schreinerei sozusagen veredeln lässt, rechnet sich's nicht. Haben mir schon viele von euch erzählt. Und man braucht halt sehr teures Equipment, um mit der Forstarbeit anzufangen. Und darum ist das was ich erst sehr am Schluss machen werde. Auch im Tutorial-Spielstand. Sozusagen, wenn ich schon alles erreicht habe und mich vor lauter Millionen nicht mehr retten kann. Hier ist auch kein Schatz. Jetzt fahren wir noch an der BGA vorbei. So. Ich glaube, da ist auch kein Schatz. Aber die sollte man natürlich kennen. Die ist vor allem interessant, wenn man Silage zu verkaufen hat und so. Aber das werde ich bis auf Weiteres nicht. Hier kann man auch Gärreste kaufen. Also wenn man gerne mit flüssigen, stinkenden Sachen düngt, kann man hier Gärreste kaufen. Und hier kann man die Silage verkaufen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ob man Mist und Gülle überhaupt verkaufen kann. Hier kann man Gras und Häckselgut verkaufen. Aber ob die BGA Mist und Gülle annimmt, das weiß ich noch nicht. Und hier ist der Kuhhof. Finde ich auch sehr schön gemacht. Sieht aus wie ein richtiger eigenständiger Hof. Ist da was? Ich glaube, da ist was. Und ist aber auch hier, diese Gebäude sind alle einfach nur Deko. Da, eine Kuh. Ist die süß. Jawohl. Oh, stecke ich jetzt fest? Ah, nee, ich hab die falsche Taste gedrückt. Sehr schön. Kommt doch wenigstens ein bisschen Geld rein. Ja, Kühe ist natürlich auch eher was fürs fortgeschrittene Gameplay. Hab ich ja jetzt in meinem Tutorial-Spielstand und freue mich da sehr drüber. Okay. Jo, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Und in der nächsten Folge lassen wir einfach weiter aussehen und pflügen und gucken uns den Norden der Insel an. Und ja, ich hoffe, dass wir dann in der übernächsten Folge schon auf die nächste Ernte zuwarten können. Oder das mache ich dann zwischen den Folgen, dass wir dann einen schönen Erntetag haben. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.